Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, ich muss euch ein Geständnis machen. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns wieder bei dem Ork, den ich niedergemacht habe. Aber folgendes ist passiert. Ich habe den Ork niedergemacht, der müsste hier irgendwo noch im Staub liegen. Auf jeden Fall habe ich den Ork fertig gemacht. Gespeichert habe ich das letzte Mal bei dem Snapper-Rudel, was bei dem Den war. Dann habe ich hier irgendwo den Ork niedergemacht. Der Kadaver ist offensichtlich schon wieder weg. Was aber wieder da ist, sind die Snapper, weil ich habe mich hier dann weiter durchgeprügelt. Ihr habt insofern das hier noch verpasst, dass ich bis hier hingegangen bin. Dann bin ich rübergeschwommen und habe mich da noch mit ein paar Kreaturen angelegt. Und habe dann einen Goldbeutel aufgemacht. Und dann hat sich das Spiel völlig aufgehängt. Das heißt, diesen Lederbeutel des Todes mache ich garantiert nicht mehr auf. Aber wir legen uns auf jeden Fall mit einer Biester, schwarzer Goblin. So, die kann man nämlich platt machen, die Biester. So, dann komm mal her, du Quai-Quark. Sogar mit M-Crit, nicht schlecht, Mann. Ja, so läuft's doch. So, wie gesagt, den Fehler mache ich jetzt gezwettes Mal. Das Spiel hat sich so vollkommen aufgehängt, dass gar nichts mehr ging. Insofern habt ihr glücklicherweise nicht allzu viel verpasst. Vor allem meinen Frustschreikrampf, der dann dabei war. So, Streitaxt haben wir hier noch, einen Trank. Den Lederbeutel nehme ich nicht mit. Ach, wenn 100 Goldmünze drin sind. ist es mir nicht wert, dass das ganze Spiel wegen dem Scheiß wieder abstürzt. Von daher, vergiss es, das machen wir nicht nochmal. Die 100 Gold sind es definitiv nicht wert. So, dann gibt es jetzt erstmal wieder Knusper-Knusper-Fleischchen. Von daher, ihr habt ein klein bisschen was verpasst, aber die paar Snapper ist jetzt auch nicht die Welt, die ich sage. Wir wollten ja ursprünglich da hier, wo in Gothic 1 so ein verlassenes Jägerversteck war. Und wo aber wirklich sonst nichts war, außer ein Wolf, den wir am Anfang nicht bezwingen konnten. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze hier nochmal an, wie sich die Welt in Gothic 2 verändert hat. Weil in Gothic 2 hat sich im Minetal doch einiges getan und ich finde es so genial, dass man die Welt aus Gothic Ends halt kennt. Und im zweiten Teil hat sich doch hier wirklich so viel verändert, dass es alles wieder sehenswert Woche ist. Es ist vertraut. Es ist vertraut, aber trotzdem neu. So, hier können wir auch nochmal speichern. Und dann kümmern wir uns nämlich erstmal um diese Lurker. So. Gut. Dann habe ich noch schnell genug fertig machen können. Weil wir ihn ja schon gehört, da ist wieder eins von den Biestern. Also irgendwelche Leute scheinen da ja mittlerweile jetzt wirklich zu sein. So, Lurki, Lurki. Aber zur alten Mine müssen wir ja sowieso. Von daher, es ist trotzdem nicht verkehrt, sich hier nochmal die ganze Gegend anzugucken, die man vorher noch so kannte. Wenn wir das zweite Mal im Minental sind, sind wir dann explizit auf Drachejagd. Von daher, das wird schon ganz lustig. Aber da können wir dann die großen Teile erschließen, weil wir dann auch so an der Orks vorbeikommen. Hier müssten wir uns zu sehr überall durchfressen und durchbeißen. Das ist nicht so schön. Oh, da steht schon einer extra auf. Hören wir dich. Und es sind irgendwelche Goblins, die rumquäken. So, was bist schon du für einer? Halt, bleib stehen, wo du bist. Hulk. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Hm. Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Okay. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Üble Sieht Typen? Viel zu harmlos aus. Ja. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Hm. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Okay. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Mhm. So. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Ja. Dann nochmal hier. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Jupp. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall.
Ja, aber Orks sind ja nicht dafür bekannt, dass sie sich so sehr wäschen. Von daher, ja, kann man ja verstehen. Dann hier mal. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Tja. Hier zahlt sich halt nicht aus. Ah, hier nochmal. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du Lurker? weißt, was ich hier jage. Lurker Mhm. natürlich. Die Okay. Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Oh. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Die Den schmecken schlage ich besser. natürlich auch nicht aus. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Okay. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Jo. Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Ja, das habe ich, bitte. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen? Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. So. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Schauen wir doch mal. Horn des Schattenläufers. Ja, für 3 Lernpunkte ist schon etwas happig, würde ich sagen. Talbin hieß der gute Mann. 19:33 Uhr Hämmers. Ein Lernpunkt haben wir derzeit nur noch übrig. Wir speichern hier nochmal, babbeln nochmal mit dem Hey. Kollegen und gucken dann, ob wir ein eventuelles Lager ausrahmen können. Hier. Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Ja, ich glaube das. Hier. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich Der ist bin auch hier gut. reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Jupp. Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Okay. Aber Bandite gibt's ja offensichtlich auch noch. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. So, dann machen wir mal das. Okay. 5 Gold für 110 Erfahrung. Jo, alla. Dann versuchen wir unser Glück nochmal bei dem. Zack. Du mieser kleiner Dieb! Okay. Das hat nicht funktioniert. Gut, dass wir gespeichert haben. Wir probieren es trotzdem noch. Einziges Mal. So. Talby. Ja. Du mieser kleiner Dieb! Okay. Habe ich kapiert. Der ist anscheinend wirklich relativ schwierig zu bestehlen. Dann hier nochmal. Ich glaube, dein Kumpel ist ja ein bisschen gereizt. Hör bloß auf. Provozier ihn nicht noch weiter, sonst reißt er mir noch den Kopf ab. Ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern, dass wir hier sind. Ich werde es irgendwann wieder gut machen. Okay. Gut, dann nehmen wir doch mal was hier noch hin. 2 Tränke. Und es sind nochmal Feldräuber und schwarze Goblins, wie es aussieht. Rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links. Aber das mal ohne einen Dietrich abzubrechen. 170 Gold. Hier ein verwittertes Beil. Grobes Kriegsbeil. Pech und Käse. Ah. So viel zu dem Thema. Er hätte so gern Käse gehabt. Er hätte einfach nur das Schloss hier knacken müssen. So. Links, rechts, rechts, links. Okay, ohne Dietriche zu verschwenden. Das ist gut. Sogar ein großer Trank. Ein Quarz noch und ein bisschen Woi. Riesling kann man immer gut gebrauchen. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier in Richtung alte Mine weiter. Und gucken mal, wie gut die Jagdgründe hier am Fluss tatsächlich sind. So. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Blutfliege. So viel ist sicher. Und Lurker gibt's ja auch. Ey, das will ich doch gar nicht. So. Ja, du Mistvieh. Gut. One-Hit-Wonder. Bei denen sind wir zwar nicht so glücklich, was die One-Hits angeht, aber die kann man auch relativ fix erledigen, die Lurker. So. Dank unserer neuen Waffe und unserem neuen Nahkampfskill geht es eigentlich ziemlich flott mittlerweile. So.
Du sag noch mal einer, das hätte sich nicht gelohnt. Dass ich noch mal die 20 Lernpunkte in 10 Stärke investiert habe. So, aber der einzigste, der einsame Lernpunkt, den ich hier noch habe, der ist etwas, ja, etwas doof. Ah, hier gibt es jede Menge Lurker. Da können wir jetzt auch nochmal speichern. Da haben wir sogar noch ein Bett, glaube ich, hier in dem Ork-Zelt. Das sind eine Zelte, die die Orks ja überall aufgeschlagen haben. Was lauert dann hier drin? Nix. Okay, ein Fisch, irgendeine Wunden heilen und Feldknöterich ist da, glaube ich, noch dabei. Okay, der Lurker traut sich nicht ins Zelt zu gehen. Der muss wohl erst eingeladen werden. Aber die Bandite, die hier irgendwo in der Gegend rumlungern, scheinen wohl auch noch ehemalige Gefangene von der Strafkolonie zu sein. Es würde mich nicht mal wundern, wenn das ursprüngliche Mitglieder von Laris Banditebande sind oder waren. Dass die wohl ursprünglich aus dem neuen Lager waren. Weil wir wissen ja alle noch, die Leute aus dem neuen Lager, denen ist nicht so traurig, das sind allesamt Bandite und Halsabschneider. Ne? Wissen wir jo. So. Da war in Gothic Ends noch eine Höhle, die voller schwarzer Goblins war. Das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ah, ja, mal auch nochmal Lurker. Also so lecker sehen die jetzt auch nicht aus, die Lurker, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich die esse, date. Man kann ja auch kein Fleisch von rausschneiden, von daher. Weiß ja nicht. Leichter Fisch haben wir hier auch noch, könnten Dietriche drin sein. Aber vorher wird erstmal ein Trank gegluckert. Und dann noch ein bisschen Käse selber gegessen. Haben wir unser Käsebrot. Und dann gucken wir mal. Leichter Fisch. Fisch de leicht. Olafsbau, ja, den können wir mittlerweile auch knacken. So, leichter Fisch. Das sieht was aus wie ein Hering. Okay. Na, wo ist dann leichter Fisch? Wo ist er dann? Der Gute. Da ist er doch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. 3 Gegenstände erhalten. Dietricher. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal persönlich hier auf die Lurkerjagd. Von den 2 Jäger, die wir kennengelernt haben, arg spannend. Ja, da waren die. Und da sind ein paar, jetzt bist du dran. Beziehungsweise ehemalige Butler wahrscheinlich. So. Die sehen nämlich aus, als hätten sie die Butlerhose, wie die andere Sträflinge. Also die gehen hier als Sträfling durch und, in Gothic Ends wären es Butler aus dem alten Lager gewesen, also die rangniedrigste. So. So, schick. Dann heilen wir uns nochmal ein bisschen hoch. Ja, so ein guter Eintopf können wir jetzt mal nehmen. Dazu noch ein paar Salatblättler. Dann schmeckt das auch gut. So. Dann wird nochmal hier gespeichert. Dann gehen wir doch mal zu den Sträflingen ein. So, servus, ihr Buver. Bin ich dran, oder? Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Ah, war. Da ich muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. So. Du bist ein entlaufender Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Der Braten riecht gut. Finger weg. Geppert, den kennen wir nicht aus Gothic Ends, genauso wenig wie Kervo. Das sind wahrscheinlich so Leute, die damals einfach nur unter Butler gelaufen sind. Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur 2. Seit gestern habe ich mindestens 5 gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. So. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Oh Gott. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tut dir keinen Zwang an. Ja, dann solltest du mal bei Fayette sein mit der ganzen Snapper außer rum. So. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Brocken Erz gefunden. Ah, Erz ist immer gut. Den würde ich dir dafür geben. Sehr schön. Gib mir einen Brocken Erz. Die Lurker vor der Höhle sind weg.
Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Dankeschön. Dann hier. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Okay, kann ich hier nur vollziehen. Dann speichern wir gerade noch einmal und versuchen, einen Geldbeutel zu klauen. Sehr schön. 10 Gold für 110 Erfahrung. Okay, dann probieren wir mal an die Truhe Draht zu gehen. Ah, da haben wir auch nochmal leichter Fisch. Links, rechts und schon ist das Ding off. Gut, wegen deiner 5 Gold pienst hier jetzt auch keiner rum. Leichter Fisch müsste dann wieder relativ weit over sein, ne? Ja, ah, ups. Scheiße, jetzt habe ich den Hering gefuttert. Na egal. Das war eigentlich der schlechte Zeitenhering, aber passt schon. Kriegen wir schon hier. Gut, da haben wir jetzt nochmal 3 Dietriche gefunden. Dann lauf die Geschichte. Und ich mache mich weiter auf in Richtung alte Mine. Auch wenn wir da nachts wieder durch die Gegend schwirren, aber das passt schon. So, da hinten müsste auch noch was sein. Gott, ist das laut. So. Ich probiere mal mein Glück in einem Wasserfall. Du war ja schon in Gothic Ends, glaube ich, ein Hohlraum. Jo. Hier ist auch eine Höhle. Aber wir sind nicht alle in der Höhle. Hallo, Lorca. Ich weiß, du bist hier der Chef, aber jetzt bin ich da. So. Spruchrolle gibt es hier auch noch. Dazu noch Buddlerfleisch. 2-mal. Und irgendwo quäken wieder Goblins rum. Ja, wie gesagt, das ist so ein Tick von früher einfach immer noch. Das mache ich auch bei modernen Spielen, wenn ich sowas sehe. Immer hinter Wasserfall gucke. Es lohnt sich meistens echt immer. So. Was heißt so meistens echt immer? Was denn das war dumm hier aussagt. Es lohnt sich häufig, sage ich jetzt mal so. Weil die Entwickler Hände Selemols immer ganz gern hinter Wasserfälle irgendwelche Geheimgänge mit optionaler Beute versteckt. Rechts, links, links, rechts. Okay, Enddietrich habe ich geopfert dafür. Aber, naja, die optionale Beute ist jetzt so fett, aber immer hier. Es steht eigentlich reicher, um sich hier zu verstecken. Es wäre besseres Versteck als das, was die Knabe in der offensichtlichen Höhle gehabt hätten, weil hier sieht man das Feuer nicht so. Naja, egal. Ups. Dreifach verstärkt klingt es schon übel, wenn die Lurker hier ihr Konzert geben. Okay. Alter. Boah, Mann, leckt mich doch am Säckel. Gott im Himmel. Alter Falter. Das war jetzt doch etwas heftig. Oh, Scheiße. Oh, leckt mich doch am Arsch. Nein, lass mich in Ruhe. Gott. Ich kriege hier auf dem Zahnfleisch, verdammt. Da muss ich ja noch hier ins Feindgebiet rennen. Oh, fuck. Schnell. Oh Gott, Snapper. Vom Regen in die Traufe. Und hier kommen wir wieder ins Drachegebiet rein. Scheiße. Das sind schon Goblins, die aggressiv werden. Oh Gott, 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 Gott. Schnell, 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 schluck ihm den Trank. So, oh Gott. Ah, da kommt noch einer. Ah, gewichtelt. Solange das nur der ist, ist alles in Ordnung. Lecco mio, irgendwo müsste man noch einen Snapper auf der Ferse sein. Ah, okay, der Brückengoblin kriegt hier definitiv nicht sein Brückezoll. Ja, das ist das, auch noch das Gebiet vom härtesten Drache. Muss ich auch noch dazu sagen. Also es gibt ja diverse Drache und jeder Drache ist hier im Element zugewiesen. Und bei Schnee könnt ihr euch denken, was das ist. Das ist der Wasser-Eisdrache. Und da geht echt die Post ab. Das ist der stärkste Drache, den sie haben in Gothic 2. So. Ja, das läuft ja mittlerweile echt wie am Schnürchen, wenn wir hier geskillt haben. So. Dann soll ich nochmal ein bisschen Fleisch mampfen. So, dann wird nochmal gespeichert. Ah, das Geräusch ist echt eklig, wenn der Fleisch isst. Das flutscht so widerlich. So, ihr Lurky Boys. Ihr habt mich das letzte Mal beschissen.
So, wer hat das gemacht? Ohne dass man irgendeinen Schaden kriegt und jetzt mit einem Scheißlager noch fertig gemacht wird. Das war echt bitter. So. Hier sind gerade die nächsten Viecher. Na, komm mal her. Komm mal her, du Snapper. Ah, schnur du ruhig. Oh, scheiße, es sind sogar drei, die herkommen. Alle hopp. Jenjuk speichert. In dem Fall kann ich mal erlauben. So. Alter. Immer dann, wenn ich die Krits gebrauchen kann, kriege ich sie nicht. So. Alter Falter. Ja, das war schon etwas nervtötend. Aber als nächstes nehme ich dann wieder so einen Blutfliegestachel. Dann pfeife ich mal jetzt drei. Egal, ob ich jetzt relativ bald immun werde, aber meine Tränke gehen mir halt einfach etwas zur Neige. So. So, sehr schön. Das dürfte auch die Schürfstelle hier, ja genau, die alte Mine ist nämlich verschüttet. Do geht nichts mehr hier. Alles eingeeist vom Eisdrache. Und weiter zur alten Mine kommen wir leider nicht. Aber mir hängen anscheinend so kleines Feldlager hier, was sich in Richtung alte Mine erstreckt. Wahrscheinlich hängen sie dann hier nochmal in dem Verschüttungshaufe, in dem Geröllhaufe. Hängen sie wahrscheinlich nochmal eine Art kleine Mine erschlossen. So, wir gehen jetzt mal dort hier und... Ah, Moment, nee, bevor wir das machen, kaspern wir erstmal hier nochmal ein bisschen in der Gegend rum, weil da war auch noch eine Blutfliege und ich glaube, das sind auch noch ein paar Snapper, mit denen wir uns anlegen können. Oder? Nee? Nicht? Aber ein paar Goblins lungern hier in der Gegend rum. Ja, ich höre euch. Ich höre euch, ihr kleine Männer. Aber wo seid ihr? Quack, quack. Quack, quack. Quack, quack. Oh, Ork! Nein! Zwei Orks, die schaffe ich nicht. Ach ja, okay. Akzeptiert, die packe ich nicht. Ah, danke, Ritter. Wir probieren einfach mal unser Glück. Oh Gott. Oh Gott, das sind sogar drei Orks. Leck mich doch am Arsch. Ja, okay. Das sollte klar sein, dass das nicht machbar ist. Deswegen, wir lassen den Scheiß und gehen direkt hier in das Lager rein. Dann haben wir dann hier Ritter. Okay, der hält uns dann nicht mal auf oder irgendwas. Aber hier scheint auf jeden Fall irgendwas gemacht zu werden. So, wir haben es jetzt 23.05 Uhr. Ach du Scheiße, hier sind schon vier Ritter draufgegangen. Sollte man nochmal speichern, weil hier ist nochmal eine... Knochen eines Goblins wurden hier geopfert, Flügel von einer Blutfliege und Kralle wahrscheinlich von Snapper. Wir beten wohl zu Innos. So, was kriegen wir dann dafür? Stärke plus 1. Danke, Innos. Hier ist noch ein Leatherbeutel. Dann mache ich aber erst auf, nachdem ich hier gespeichert habe. Ich traue deine Dinger mittlerweile, Nimi. Das war echt böse. So. Es wäre auch scheiße, wenn jetzt die ganze Aufnahme wieder flöte geht, weil die Aufnahme ist Selemolz doch acht Flöte gegangen. Aber das war glücklicherweise nur ein bisschen weg. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Bitte, bitte. Gott sei Dank. Puh, also mittlerweile zitter ich jetzt bei jedem Leatherbeutel. Das ist echt brutal. Soll ich denn immer nur zu Beginn von irgendeiner Episode öffnen, glaube ich. Ich denke, das wäre echt das Geschickteste. Na gut, die haben drei Orks, die in dem Nacken sitzen. Das sieht echt nicht gut aus für die. Und wir gehen mal hier in die Mine rein. Die scheinen ja wohl hier... Ui, die haben aber ordentlich was aufgezogen hier. Kann man so sagen. Spitzhacke gibt es hier auch noch. So, hier ist noch irgendein kleiner Vorratsraum. Das ist irgendein Skelettbeschwören, glaube ich. Ein normaler kleiner Heiltrank. Ist auch immer sehr nützlich. Und rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Gut. Was ist das? Moment. Innos-Statue normal und irgend so... ein mittlerer Heiltrank. Okay, okay, okay. Gut, wie schaut's denn hier ohne aus? The Grimes müsste dabei sein. Das heißt, der Typ hat Gothic Ends und wurde mit der Eisturz in der alten Mine überlebt. Der hat ja gesagt, der macht das schon seit 20 Jahren. Also, in Gothic Ends hat er uns das gesagt. Das ist schon ziemlich heftig. Grimes, das hey, ist er. Du. Genau. Du?
Wer hätte gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen würden? Allerdings. So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Ja. Du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Ja, es wäre gewagt. Also der hat schon ein bisschen mehr drauf. Der ist achtsamer. So. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Mhm. Aber das sind alte Geschichten. Ich muss sagen, das gefällt mir, dass der trotz seinem Alter so enthusiastisch ist und immer noch seine Berufung als Schürfer gefunden hat. Das finde ich cool. Der ist wohl Bergmann mit Leib und Seele. So. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Hm. Dann hier. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Ha. Tja. Weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Okay. Okay, dann wissen wir Bescheid, dass der Overgosha Nimi hier ist. Hey, lass mich in Frieden, Mann. Ach Gott, der Herr. So, hacken, hacken, graben, graben, hacken, hacken, graben, graben. So, gut. Genug Volksnähe bewiesen. Dann suchen wir doch mal hier Paladin Marco. Weil die andere... Ups. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Ein Mistvieh weniger. Gut. Alter Falter. Warte mal. Wir werden hier so lange ausharren, wie Inos sein Licht Aha. über uns hält. Allerhopf. Ja, dann klapp du mal weiter an dein Inos und ich suche noch um Erz. Dann haben wir ja beide gewonnen. So. Die Ritter stehen beide noch. Oh, das sind jetzt spontan ein paar Snapper entstanden. So, Ritter in dicker Paladin-Rüstung. Inos ist meine Ehre. Mhm. Und meine Ehre ist mein Leben. Ja, ja. Ihr wisst aber auch, wem ihr dient, ne? Herr Inos. Wisst Bescheid. So, dann... Oh, der hat hier schon 3 Snapper abgeschnetzelt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann leisten wir doch einmal unseren Beitrag und zeigen, dass nicht jeder, der bei der Miliz ist, irgendein unfähiger, gammlicher Waffenknecht ist, sondern dass hier auch ein paar was sind, die was leisten können. So, der Typ wollte den Fluss also überqueren. So, so. Also so viel Information haben wir gekriegt. 0.15 Uhr. Halte mal den Gaul an. Könnte es sein, dass ich jetzt möglicherweise noch Mitternacht einfach noch einen Stärkepunkt kriege. Einfach mal ausprobieren. So, aber ich denke mal, Marco wird das wahrscheinlich auch nicht so gut überlebt haben, weil in der Burg war zumindest mal niemand. So, hier speichern wir nochmal. Bei Grimes kann ich das ganz vergessen mit seinem Geldbeutel klauert. Das ist, nee. Ja, Stärke plus 1, geil. Also Mitternacht geht's anscheinend immer wieder noch was. Sehr cool. Jetzt haben wir 43er Stärke, das ist cool. Ja, wie gesagt, was wollte ich mehr? Ja, in der Burg ist dann niemand angekommen. Könnte natürlich sein, dass durch die Quest speziell jetzt irgendwas getriggert wurde, dass der Typ in der Burg ist. Aber irgendwie will ich das nicht so recht klar war. Deswegen, er wollte hier rübergehen. Wo es gefroren ist. Da, wo der Fluss gefroren ist. Sehr clevere Sache natürlich. Der hat es natürlich total drauf, der Dappschädel. Und ich meine, die ganze Paladine, die ganze Hochwohlgeborene, die waren ja auch nicht hier, als das mal Strophkolonie war. Die kennen sich einfach hier nicht aus. Meine Fresse. Also durch das Weiß, muss ich sagen, durch das Eis generell, was hier weiß scheint, ist auch bei Nacht relativ viel noch zu sehen. So. Ah ja, da haben wir schon eine Spur aus Waffenknechte, der wir folgen können. Ah, da hat sich ein bisschen zu nur, glaube ich, an der Drache gewagt hier. Oder ins Gebiet vom Drache. Und wir sind hier richtig. Das ehemalige Weg zum neuen Lager. Und der Drache hat sich volle Wumme ins neue Lager reingesetzt. So viel kann ich schon mal sagen und verrote. So.
Gott. Finde ich gut, dass das sich da hier stellt, wo ich nach plündern kann und wo er nicht runterfällt. So, wo ist der Anakwai Quok? Ah, der hängt doch fest. Okay. So, aber er wollte auf jeden Fall zur Burg gehen. Das heißt, wir können jetzt erstmal das ehemalige neue Lager und das ganze Gebiet meiden, weil da wimmelt es wahrscheinlich wieder von Echsenmenschen. Ein weiteres Gebiet ist der Vulkan, beziehungsweise da, wo ehemals das alte Kastell war. Dann ist noch, das ist Achtrache-Gebiet, also Vulkan, beziehungsweise altes Kastell aus Gothic Ends. Das ist derzeit Vulkan und da ist der Feuerdrache. Dann die Bergfestung ist, das was in Gothic Ends die Bergfestung war, das ist mittlerweile Steindrache-Gebiet. Das neue Lager ist das Eisdrache-Gebiet. Und ich weiß gar nicht, ah ja genau, das andere war das Gebiet, wo ich in Gothic Ends mal kurz rein bin. Wo ich in Gothic Ends kurz rein bin, wo diese Ork-Statuen waren mit der Arena in Anführungszeichen. Was auf dem Weg zwischen, bei Cavalorn. Was bei Cavalorns ehemaliger Hütte war. Das ist dann Sumpf hier in Gothic 2 und du bist der Sumpfdrache. Beziehungsweise, Element ist jetzt so schwierig zu sagen, also mit Wind würde ich den jetzt nicht gleichsetzen, aber naja, der Sumpfdrache ist halt da. So, das ist der Schwächste dann, den machen wir als erstes platt. Okay. Das war auch so ein Gebiet von so einem Jäger aus dem neuen Lager ursprünglich, aber wir sind hier offenbar auf der richtige Fährte. So. Einfach immer deine Leichefolge. Oh, jetzt bist du dran? Jetzt bist du dran. Mhm, natürlich. Und natürlich, sie haben wieder die Banditerüstungen aus Gothic Ends, die Kerler. Also es sind wahrscheinlich Leute aus dem neuen Lager. Das, was ehemals neues Lager war. Okay, die überschlachen sich hier vor lauter Gut. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Dann sind sie dran. Ayan Yankee.